Hallo Freunde, es ist alles vorbereitet soweit. Let's freaking go. Ihr könnt jetzt hier auf jeden Fall recht sehen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, auf Lolalytics nachgeguckt, was momentan so High Tier ist. Das sind für Midlane und Support die Champions in den jeweiligen Tierkategorien, die ich theoretisch gerne und gut spielen kann. Scheiße, ich hätte es nach vorne werfen sollen. Dann hätte ich das überlebt. Weil das Schild ja in meinem Laufweg wäre, weißt du? Oh, dummer Reflex, Christian. Aber schade. Für Penta. Warum? Wenn du Penta haben willst, dann verdiene ihn dir. Nur weil du einen Quadra gemacht hast, heißt solange nicht, dass der Fünfte sich ergeben muss und sich töten lassen muss. Nein, ich gebe nicht auf. Wir hätten das durchaus gewinnen können, wenn nicht unser Twitch irgendwie... alles ist scheiße, das Leben ist vorbei. Du standst 1-4. Farm safe und es geht. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe auch einige dumme Fehler gemacht. Vega war jetzt im Endeffekt sein Movement predictable, aber der beherrscht den Champion. Er hat seine Damage Spikes gut eingeschätzt und ja, ich kann mich jetzt nicht beklagen, dass das ein klarer Lose für mich von der Lane und von allem her gewesen war, was ich gut fand. Ich bin überlegt vorgegangen gegen Vega, zumindest bis zum ersten Kill, danach ist alles so ein bisschen eskaliert. Ich habe viele Ganks von Checo überlebt. Ich habe Teammates geholfen. Dem Nasus oben habe ich oft mit Roams helfen können. Aber naja, ab einem gewissen Punkt wird es halt zum Teamspiel, ne? Und. Ja. Die waren das bessere Team.
Ja, das Problem ist, dass der Yasuo, ja, so im CS-Head ist und halt auch ein Crit halt hat. Aber wie gesagt, ich spiele nicht Zillion, um die Lane zu gewinnen. Alter, jetzt macht er nicht meine. Yasuo ist so unglaublich dick, Alter. Das ist der Shit. Drunter, du hast keine. Ah, doch, er hat noch nicht. Hat er eine Anzeige gemacht? Sidestep. Oh, er hat gerade. Ah, oh, okay. Wir haben die Revives auf unserer Seite, Jungs. Aber das Problem ist, der Yasuo spielt gut und. Ist halt extrem viel. Keine Ahnung, was gerade sein Auftrag war. Ja, aber das war ein fucking intenses Game, Alter. Schön gespielt. Oh, scheiße, Alter. Ich bin schon wieder mit. Ich gedacht, das ist so auf Commodore.
Was hat der Thresh? Das ist ein Crit-Thresh! Ja, okay, da hätte ich auch wissen müssen, Diggi. Ich bin aber fucking Nico-Gott. Was geht, liebe Freunde? Es ist ein neuer Tag und eine neue Gelegenheit zum Tryharden. Ah. Also würde ich sagen, auf ins Spiel. Ich habe jetzt mal gestern ja angefangen, schon mal so ein bisschen was rauszuschneiden. Ich glaube, ich muss das aber noch kürzen, weil sonst wird das echt zu viel für ein zusammengeschnittenes Video. Und da ist mir leider aufgefallen, dass die Musik für mich zu laut hatte oder die Desktop-Aufnahme zu laut. Da muss ich mich halt erst noch ein bisschen einpicken. Aber overall, guter Tag gestern. Sorry, bitte. Ja, das macht's mir einfacher, weil Morgana verändert sowieso jegliche Art von CC. Ich bin im Sustain. Alter Scheiße, der arme Kerl hat gefailflasht. Da aber hart committen wollen, ey. Was machst du, Graves? Jetzt. Alter. Wieso bleibt er da stehen und greift doch mal an? Das ist halt... Also
Also das komplette Herald verschwendet jetzt. Weil er einen halbtoten Esri töten wollte. Braves, hör auf dich da rauszuhalten, Mann. Greift in meine Passive. Jetzt. You never challenge the team with the Healbot. Alter, ihr denkt auch, AD ist Win, oder? Ja, ich sehe, dass sie einen Blitzcrank haben. Aber Blitzcrank allein darf nicht der Grund sein, dass du etwas pickst. Und zu so einem Zeitpunkt global zu denken, ist halt schwierig. Weil... ja. Warum muss das jetzt sein, während ich gerade im Rank bin, verdammte Scheiße? Nö, ich gehe jetzt nicht ans Handy. Duschen! Puh! Ich dachte, ich hätte Exhaust dabei, aber halt auch Passion. Okay, ich nehme die Kills an. Er schreibt GG. Du hast gesehen, dass wir beide weggegangen sind. Wieso gehst du nicht selber weg? Nein, ich bin Nunu. Ich schaff das ohne Hilfe, obwohl ich Half-Life bin. Nein, tust du offensichtlich nicht.
Was ist hier los? Was ist das für ein fucking Game, Alter? Lucian! Oh, bin ich godlike! Alter! Gecheckt und hat nicht gesmited. Was zur Hölle? Ja, das war ein Stomp. So, ich habe jetzt beim Bearbeiten wirklich lange nachdenken müssen, Leute, ja? Also, ich will da ehrlich zu euch sein. Ich hatte ursprünglich vor, da sitzt ein Käfer in meiner Lampe, was soll das? So, da bin ich wieder. Also, ich hatte ja ursprünglich vor, wirklich einfach alle Games, die ich so mache, während der Ranked-Woche aufzuzeichnen und für euch zusammenzuschnibbeln. Hat sich aber herausgestellt, dass es doch ein bisschen viel ist und ich werde den Zug nächste Woche anders fahren, werde nächste Woche für euch nur wirklich die interessantesten und sehenswertesten Sachen rausschneiden. Habe ich jetzt diese Woche auch schon versucht, aber nach 2 Tagen. Ich bin dann schon fast bei 30 Minuten angekommen, allein in meiner Bearbeitungsleiste hier, ja. Und jetzt hatte ich halt die Option, lasse ich ein weiteres Game von heute weg, ja, und schneid dafür das Beste von morgen nochmal mit rein. Oder zeige ich euch das, was halt wirklich legit Bullshit ist. Und auch wenn das Video jetzt deswegen heute vielleicht ein bisschen länger werden sollte, ich habe mich für den Bullshit entschieden. Ihr könnt mir gerne dann auch Kommentare dazu schreiben. Ey, hör auf so abzuranten, ja, das ist doch ganz normal. Für mich ist das nicht normal. Also ich gehe in Ranked rein und gehe davon aus, alle Spieler sind bemüht, Elo zu generieren, ja. Und wenn ich so einen Vollidioten dabei habe, der halt meint, mir ist alles scheißegal, YOLO, und dann bläme ich noch die anderen dafür, dass ich so geil bin und die so scheiße, das finde ich asoziales Verhalten. Und wenn ihr so drauf seid, bitte kommt nie in mein Spiel und schon gar nicht in mein Team, weil ich werde euch reporten und das ist mir scheißegal, wie gut ihr dann performt. Ich möchte euch jetzt auch nichts weiter vorenthalten. Ich habe das so gut wie möglich rausgefiltert, keine Effekte dazu geballert, das ist alles einfach nur so kurz mit Hardcuts versehen. Viel Spaß.
Nur ein Dagger. Keine Pots, nichts. Was ist das für eine Tristana? Tristana, du bist wirklich nicht gut. Wusa, beruhigen wir uns. Du hast nicht verstanden, wie League funktioniert, kann das sein? Du musst bei den Minions bleiben, damit du XP bekommst. Also Rengar steht gut im Spiel. Tristana steht am geschissensten im Spiel. Syndra steht... Syndra geht auf Rot oder was? Was? Warum bist du... Geh mit dem Leben zurück! Du hast kein Life! Was stimmt denn nicht mit dem ADC, Alter? Ihr baut komisch. Ihr spielt komisch. Ihr kriegt auf die Fresse. Und dann so, ja, ja, alles ist okay. Die ist immer noch auf der Lane! Aber du spielst gerade Hardcore Rules bei Bronze und Bravery, wa? Und da ist Greed Turner. Und sie stirbt halt trotzdem noch. Das ist eine Kunst. Also Botlane hatte nie eine Chance. Was nicht an mir liegt. Was wirklich nicht an mir liegt. Also, da bin ich jetzt einfach mal so cocky und behaupte das. Ja, Problem in der ganzen Kiste ist, Tristana hat Flash Ghost dabei, ist auf puren Attack Speed gegangen, ist 40 CS behind, steht 1-7-1 und glaubt halt immer noch von V2 machen zu können. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist das Dümmste, was ich hier gehört habe. Also wirklich, legit. Ich glaube, Karma gibt mir gerade so ein Spiel, um mich zu erinnern. Christian, werd nicht zu cocky, weil du hast auch solche Games. Keine Sorge, Karma, ich habe dich vergessen. Und Wusa. Ich werde das enduren. Na gut, Vayne macht Vayne-Dinge. Gott, dass der Scheiß funktioniert, ist so dumm, Alter. Er schreibt GG to Tristana. Alter, das war mit Abstand die schlechteste Aussage. Oh Gott, Alter, nur weil das Gegnerteam gewinnt, heißt nicht, dass die Botlane gewonnen hat. Und wenn hab ich die gewonnen und nicht Tristana? Alter, jetzt mal bei aller Selbstverliebtheit, die man haben kann, ja? Tristana hatte ihre Chance. Aber der Hardcarry war Rengo. Punkt. So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen, liebe Freunde. Ich bin ein wenig gesnappt. Ich war auch wahrscheinlich in Tilt-Range bei diesem Tristana-Game, aber ich sag mal, ab dem Moment, wo ich halt Tristana wirklich gemutet habe, habe ich mich auf andere Dinge konzentriert. Ich habe mich darauf konzentriert, den Rengo zu unterstützen, weil der wirklich hart gut im Spiel stand. Zu dieser ersten Rank-Woche muss ich sagen,
wenn es so weitergehen sollte wie bisher, dann bin ich mega happy und sogar zuversichtlich, dass das was wird mit vielleicht erstmals für mich wirklich einen Rank zu erreichen, der besser ist als Bronze. Mit Silber wäre ich überglücklich. Alles, was darüber kommt, wäre Bonus, um die erste Woche da nochmal Revue passieren zu lassen. Wo habe ich euch mal hier mit auf OPGG genommen. Und wo ich nochmal was zu den Games sagen möchte, ja. So, wir haben jetzt hier natürlich das oberste ist quasi das letzte, was gespielt worden ist. Und das unterste das erste. Zu meinem ersten Game jetzt, das war glaube ich das siebte Promo-Game, Placement-Game, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe mich wohl gefühlt, also ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich kann mit dem Rengar umgehen, mit dem Vega umgehen. Aber ich habe einen verteilt Fehler gemacht, das war halt nicht Cleanse mitzunehmen. Das ist mir dann in der Nico-Runde auch so im Gedächtnis geblieben, habe ich auch mitgenommen. Nico-Runde lief bombastisch für mich, ja. Ich bin besonders stolz, muss ich sagen, auf diese beiden Games, weil in dem einen war ich laut OPGG. Seht ihr hier, Ace, ne? Ist jetzt eine neue Mechanik bei denen. Würde hier nochmal kurz erklärt werden, für die, die es gerade so lesen wollen. Ich bin auf jeden Fall in der Lux-Runde. Quasi, wie hier steht, der beste Verlierer, also das, der beste Spieler des Losing-Teams bin ich ausgezeichnet worden. In der Nico-Runde, da lief es einfach für mich. Und ich fühle mich auf dem Champion mega wohl. Also macht sehr viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Nico ist tolles Design. Die Zillion-Runde war, ich sag mal, die Exhaustens-Runde. Ich will nicht unbedingt anstrengend sagen, weil sie hat mich auch gleichzeitig gehypt. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Auch wenn wir das verloren haben, das ist League of Legends, wie ich es am liebsten habe. Ja, wo beide Teams entweder gleich geil sind oder gleich scheiße sind oder die gleichen Fehler machen und man immer noch das Potenzial bis zum Schluss hat. Beide Teams können theoretisch gewinnen, wenn sie es dementsprechend spielen. Im Endeffekt, sie hatten die Push-Pressure, sie hatten den gefeedeten Yasuo, der hat auf uns geschissen, hat den Nexus alleine gemacht. GG. Hat er gut gemacht und verdient gewonnen. Ich bin da nicht mad. Also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht insgesamt. Dann hatte ich den zweiten Tag. Da habe ich mich so ein bisschen wieder auf Support eingefunden. Also das erste Game war wieder, hatte wieder Mitte Support ausgewählt, bin dann Soraka gekommen und ich fühle mich auf Soraka immer wohl. Sie macht sehr viel Spaß zu spielen, das ist genau mein Playstyle. So mit unterstützen bis zum Tod, Healbot, easy. ich mag es sehr, sehr gerne. Hört man glaube ich auch so ein bisschen raus. Und bei dem Game, also ich bin ja immer so der Meinung, ich will nicht mit Randoms zusammen auf der Botlane spielen, weil die Kommunikation ist schwierig und du kannst deinen Teampartner nicht einschätzen und eine Lane, eine Botlane besonders, muss synergieren. Mir hat es aber dann ultra viel Spaß gemacht und ich habe auch so ein bisschen Zuversicht geschöpft, weil ich sage wirklich, den schlimmsten AD Carry, den ich dann an der Seite hatte diesen Tag, das war im letzten Game mit Zyra, mit der Tristana. Es geht jetzt um Folgendes, wenn ihr diese ganze Auflistung nochmal seht, also Grundfazit ist, ich bin super zufrieden mit der ersten Woche, weil ihr seht, das sind mehr Wins als Loses, ja, genau genommen haben wir, wie viel sind es, 5 zu 3 Statistik bei 8 Games, top notch. Ich bin in der ersten Woche jetzt wirklich, ich war ja bis zu meinem siebten Placement Game, war ich Iron 4, ich hatte einen einzigen Sieg. So, und dann in der Janna-Runde, die unerwarteterweise doch noch ein Win geworden ist, direkt nach diesem Game bin ich promoted worden, noch in der Placement-Phase, zu Iron 3. Und nach dem Soraka-Game, also dem ersten Game des zweiten Tages, bin ich dann sogar auf Iron 1 gekommen. Da bin ich dann auch eingerankt worden und das ist für mich verträglich. Ja, ich war bis jetzt immer in den Seasons zuvor zwischen Bronze 2 und Bronze 5. Und spätestens, wenn es wieder abwärts ging, habe ich aufgegeben. Ich bin erstmal zuversichtlich, ich würde gerne so weitermachen. Ich möchte auch versuchen, konstant dran zu bleiben. Das Wochenende wird für mich rankfrei bleiben. Einfach weil ich da auch ein bisschen durchschnaufen möchte, weil ich Zeit mit Freunden verbringen möchte und da nicht noch abends zum Schneiden großartig sitzen möchte. Auf jeden Fall hätte ich halt für euch eine Frage und eine Bitte gleichermaßen. Ich fühle mich momentan auf Support sehr, sehr wohl. Das tue ich im Prinzip schon immer, aber ich habe jetzt halt auch für Rank so ein bisschen das Potenzial darin gesehen und ich sehe mich auf der Rolle. Ich würde weiterhin im Ranked gerne auswählen halt Midlane und Support. Nur, ich habe jetzt überlegt für mich, soll ich vielleicht Support priorisieren und Midlane als Sekundärrolle auswählen?
Weil ich sehe mich zwar auch in der Mitte, das Problem ist, ich habe einen sehr passiven Spielstil. Ich bin eher so der Chancennutzer, der dann reingeht, wenn er wirklich so sich eine mindestens 75-prozentige Erfolgschance ausrechnet im Trade. Und ich glaube, das ist derzeit einfach nicht gemacht für die Meta, die herrscht. Auch wenn ich Champions wie Ahri liebe, ich liebe sie generell für den immer ein Faktor zu sein Faktor. Und ich spiele sie weniger so halt extrem aggressiv. Nee, aber ich glaube doch eher, dass Support so vielleicht das Ding wäre, worauf ich ein bisschen den Fokus legen sollte. Was meint ihr? Lasst mir gerne da einen Kommentar da und unterstützt mich da so in meiner Identitätsfindung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass es jetzt doch so lang geworden ist. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich möchte auf jeden Fall dranbleiben. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Bros und Brosinen. Haut rein.